Eure Mütter bestehen darauf, dass ihr vorübergehend statt eures normalen Unterrichts diesen Kurs besucht, damit er lernt, nicht zu fluchen. Also ich finde nicht, dass ich zu diesen Rüpeln gehöre. Ich war auf der Yardale und habe einen Notendurchschnitt von 1,0. Du bist eine verfickte Schwuchtel, Alter. Okay, Kinder, seht ihr, genau darum geht es hier. Wir wollen versuchen, euch diese üblen Wörter abzugewöhnen. Wie wollen Sie denn das machen? Also, hört mal her. Es gibt Zeiten, da wollt ihr euch erbauen an Drogen, Alkohol und Sex mit Frauen, okay? Doch passt auf, dass ihr es nicht übertreibt. Ihr werdet süchtig, wenn ihr nicht auf dem Teppich bleibt. Alles machbar, es liegt nur an euch, okay? Ändert euer Leben nur mit einem kleinen Glück. Lasst nicht lebenslänglich vom Heroin euch verkohlen. Für Crack braucht ihr keinen anderen runterzuholen. Folgt meinem Plan, es tut ganz bestimmt nicht weh. Ganz einfach, okay? Also statt Arsch sagt der Po, leck mich am Po und du hast der Po auf. Angebot statt Scheiße, Kot wie ein Achtokot und da kot ich taub. Schritt 3 sagt der Pimmel, bye bye, macht das Weh zum Haar und der Himmel ist da. Schritt 4, dieses Ficken wollen wir nicht mehr hören, das verträgt sich nicht mit Fairplay, drum sagt einfach nur okay. Alles machbar, es liegt nur an uns, okay. Alles ändert sich nur mit einem kleinen Dreh. Nur mit einem Dreh. Lass dich den Sinn vom Heroin euch verkohlen. Für Dreck braucht ihr keinen Mann runterzuholen. Hat keine Plan, es tut ganz bestimmt nicht weh. Ganz einfach, okay. Also, statt Arsch, statt Depot, leck mich am Po. Und du hast Depot auch. Angebot, statt Scheiße, Kot, wie ein Achtung-Kot. Und da kot ich drauf. Schritt 3, sag mir Bimmel, bye bye. Und es geht zum Haar, und der Himmel ist nah. Schritt 4, dieses Ficken wollen wir nicht mehr hören. Das verträgt sich nicht mit Fairplay. Das verträgt sich nicht mit Fairplay. Sag nicht, Ficken, dann Ficken, das geht. Jetzt seid ihr geheilt. Ihr habt den restlichen Nachmittag frei, um gründlich darüber nachzudenken. Okay? Sucht einen konstruktiven Weg, euch zu bessern.